Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender Tutorial Reihe. Diesmal geht es um Normal Map Baking. Im letzten Teil haben wir ein High Poly zu einem Low Poly Modell gebaut, indem wir hier ein Retopology vorgenommen haben. Ich habe hier allerdings noch eine Kleinigkeit gesehen, nämlich eine lose Edge hier oben. Und deswegen möchten wir noch eine kleine Reinigung durchführen. Das bedeutet, alles markieren, F3, Delete Loose. Damit können wir zwei Vertices und zwei Edges entfernen. Das ist unser Low Poly Mesh und hat keine Struktur wie die Einheiten, die hier zu finden sind, möchten aber das gleiche Ergebnis haben. Deswegen bauen wir uns eine Normal Map. Die Normal Map ist eine Textur, die solche optischen kleinen Feinheiten wie zum Beispiel diese Risse hier, die komplette Form und so weiter gut abbilden kann, ohne dass wir Farbinformationen dafür haben. Das bedeutet, das ist einfach nur eine Vertiefung. Wer mehr über Normal Maps wissen will, dem verlinke ich hier noch oben unser PBR-Video, wo alle Maps erklärt werden. Wenn wir unsere eigene Normal Map bauen möchten, müssen wir sie baken. Das funktioniert nur in der Engine Cycles. Das bedeutet, wir gehen hier oben in unserem Render Properties von Eevee auf Cycles. Hier können wir auswählen, ob wir CPU oder GPU-Compute wollen. Aktuell funktioniert bei Cycles noch keine Optics-Unterstützung. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Wir verwenden daher CUDA. Wenn ihr eine Nvidia-Karte habt, werdet es bei euch genauso sein. Und dann brauchen wir noch eine Einstellung, die ist im Bake zu finden. Und da ist unser Bake-Type von Combined auf Normal. Das bedeutet, was wir hier backen, ist die Normal Map und keine anderen Textures. Damit wir eine Bilddatei haben, auf die wir unsere Normal Map baken können, also die Farbinformationen auch draufschreiben können, müssen wir eine erstellen. Dazu gehen wir auf unseren Low Poly Rock, den wir jetzt wieder einblenden, und erstellen hier in seinem eigenen Material im Shading Tab mit Shift A Texture Image Texture eine Datei. Hier müssen wir auf Neu klicken und benennen die mit Normal Map. Die Auflösung möchte ich verdoppeln, dass ich eine 2K-Auflösung habe. Hier einfach mit mal 2 arbeiten. Jedes Textfeld, der Zahlenfeld im Blender, hat auch einen Taschenrechner mit drin. Den Alpha-Wert können wir entfernen und wir sagen Blank. Hier gehen wir von sRGB auf None Color. Unser Farbbereich ist bei Normal Maps immer None Color. Wir müssen es überhaupt nicht mit unserem BSDF-Shader verbinden. Das regelt nämlich ausschließlich die Darstellung unserer Texture Maps dann in unserem 3D-Viewport. Für das Baking kann es einfach nur locker hier liegen. Wichtig ist, dass wir jetzt die Reihenfolge beachten. Wir markieren erst unser Low-Poly-Modell, dann unser High-Poly-Modell. Und was aktiv sein muss, ist unsere Image-Datei. Die muss selektiert sein. Hier können wir noch Selected to Active anklicken und den Wert von der Max Ray Distance, das sind die Bestrahlung, um zu prüfen, wo genau sind hier diese ganzen Unebenheiten für unsere Normal Map, von unserem Baking. Das ist eine Bestrahlung, die hat Strahlen mit einem gewissen Abstand. Das ist auch wichtig, wenn wir sehr stark zerklüftete Objekte haben mit Unebenheiten, dass die Strahlen eben nicht ins andere Ende wieder reingehen oder bei einem Objekt, das sehr flach ist, könnten sonst die Strahlen von einer Seite zur anderen rausgehen. Um so etwas zu vermeiden, machen wir hier einen Wert von 0,5 und 0,5. Das ist bei unserer aktuellen Objektgröße von 8 Meter auf 4 Meter ungefähr völlig in Ordnung und haben hier jetzt alle Werte, die wir benötigen. Also wichtig ist, Normal. Hier bei der Male 0,5. Spielt mit den Werten einfach rum, wie es bei euch am besten ist. Und dann Clear Image ist auch ganz wichtig, falls ihr das wiederholen wollt, dass ihr die alten Informationen wieder rauslöscht. Und dann könnt ihr schon auf Bake klicken. Er muss jetzt ein bisschen arbeiten, bis er das Ganze durch hat. Und dann habt ihr hier unten, wenn ihr das schon ausgewählt habt, eure Normal Map. Schauen wir uns die mal an. Die Normal Map gibt uns jetzt also unsere Detailinformationen, die wir gesculptet haben, einfach mit verschiedenen Farbvariationen wieder. Diese Farben bestimmen den Winkel. Denn eine Normal Map hat nicht nur Höhen und Tiefen, sondern vor allem Winkel der einzelnen Farben, die dann wiedergegeben werden vom Shader. Darum unterscheidet es sich von einer Height- oder Bump Map.
Unsere Ränder sind scharf, wir haben keine stark grünen oder andere rausstechende Farben, die auf Fehler hindeuten. Wir haben auch keine starke Verpixelung, wenn so etwas der Fall sein sollte. Haben wir zwei Lösungsansätze, wenn hier Probleme auftauchen. Einmal arbeitet mit der Extrusion und der Ray Distance. Die Extrusion vergrößert euer Objekt nochmal, um die Bestrahlung etwas einfacher zu machen. Und solltet ihr zum Beispiel hier starke Abschnitte haben, die komplett anders gefärbt sind, dann kann es daran liegen, dass ihr hier nicht auf Non-Color seid. Wenn wir nun ausprobieren wollen, ob unsere Normal Map gut aussieht, geht einfach auf den Low Poly und schaut, dass ihr hier noch mit Add Vector Normal Map eine Normal Map Vector einfügt, verbindet die Farben und schaut euch an, wie euer Ergebnis ist. Das ist jetzt unser Low Poly Modell mit der aktiven Normal Map. Meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Wir haben hier keine deutlich sichtbaren Seams. Sieht sehr, sehr gut aus. Keinerlei Probleme mit irgendwelchen Übergängen, keine scharfen Kanten, man sieht nicht, wo geschnitten wurde. Und genau so muss es sein. Wir können uns jetzt angucken, nochmal als befriedigender Beweis, wie das Ganze im Wireframe aussieht. Mit so einem Mesh lässt sich definitiv kein Detail dieser Stufe umsetzen. Unser Modell hat tatsächlich nur ganz, ganz wenig Geometrie zur Verfügung, sollten wir aber dann in den Texture-Mode wechseln, haben wir hier so schöne Elemente drin. Und wir haben noch alle Slots für die Farben frei. Das bedeutet, wir können dennoch eine Texture-Map anwenden bezüglich Base-Color, die Grundfarbe, dann natürlich die Roughness und die Metallic. Das ist ausschließlich die Normal-Map. Und damit lassen sich dann ganz, ganz gute Ergebnisse erzielen für eine Spiele-Engine. Dieses Modell hier wird sehr wenig Performance kosten aufgrund der geringen Geometrie. Lässt sich auch animieren mit der Anzahl an Geometrie, falls ihr sowas vorhabt, oder zerstören. Und somit haben wir sehr viel Rechenplatz gespart. Einfach nur durch das Baken einer Normal Map und damit die Vermeidung eines mehrfachen an Geometrie in unserem High-Poly-Modell. Das übrigens nahezu identisch aussieht. Da sind kaum Unterschiede festzustellen. Ein paar Unschärfen sind noch drinnen. Hier haben wir eine leichte Verschlechterung. Die lässt sich mit einem bisschen Feintuning vielleicht noch etwas ausmerzen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sagt mir, wie es bei euch geklappt hat. Und solltet ihr Probleme haben bei der Umsetzung, dann joint gerne unserem Discord. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir helfen euch natürlich so gut wir können, dass ihr auch mit einem guten Ergebnis eure Arbeit belohnt.